Guten Morgen bei Westart Talk, wie immer live aus dem WDR-Foyer in Köln. Seien Sie sehr herzlich willkommen zur Sendung. Ich zähle am Anfang mal ein paar Themen auf, die in den letzten Wochen Deutschland und den Rest der Welt besonders empört haben. Das Kölner Gerichtsurteil, das die Beschneidung aus religiösen Gründen als Körperverletzung wertete. Das Mohammed-Video aus den Tiefen der USA, das in Teilen der arabischen Welt zu Gewaltaktionen führte. Der Fall eines Rabbiners in Berlin, der auf offener Straße zusammengeschlagen wurde. Alte und neue Formen des Antisemitismus. Nehmen wir noch einen Dauerbrenner dazu, die Debatte um die Kirche. Was hat das alles miteinander zu tun? Einerseits wenig, andererseits eine Menge, denn immer wieder geht es darum, was passiert, wenn Religion oder religiöse Gefühle zusammenprallen mit dem, was für andere selbstverständliche Freiheiten sind oder Menschenrechte. Wie viel Freiheit verträgt die Religion? Eine fällige Diskussion. Ich bin sehr gespannt auf Katharina Zeming, Professorin, Theologin und mit einem für uns brisanten Fachgebiet. Sie denkt darüber nach, wie Religion und Menschenrechte sich vertragen. Bin sehr gespannt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ahmad Mansour, Psychologe, Sozialarbeiter, geboren als palästinensischer Israeli, jetzt tätig in Berlin, Spezialist für Salafismus und Antisemitismus und gläubiger Muslim. Schön, dass Sie hier sind. Daniel Alter, Rabbiner in Berlin, er ist es. Er wurde auf offener Straße das Ziel antisemitischer Gewalt. Man hat ihm das Jochbein gebrochen, aber sagt er nicht den Willen zu Dialog und Verständigung. Guten Morgen. Reinhild Rössler, sie ist aktiv im Netzwerk Generation Benedikt. Sie findet, dass der Glaube auch bei uns viel öffentlicher und bewusster vertreten werden soll. Willkommen. Und Leo Fischer, Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, das nun ausgerechnet Papst Benedikt so gezeigt hat, dass sich viele empört haben. Auch Religionen müssen Satire aushalten, sagt er. Guten Morgen. Und bevor wir zur Satire kommen, das kriegen wir später hier ein Stück Realsatire. Der IKEA-Katalog ist eine der auflagenstärksten Druckwerke in der Welt. 208 Millionen, das ist fast so viel wie der Koran, nicht ganz so viel. Die sind alle gleich, außer der Ausgabe in Saudi-Arabien. Die ist ein bisschen anders, wenn Sie mal bitte schauen wollen. Hier sehen Sie links eine Szene im Badezimmer in dem normalen IKEA-Katalog, rechts die Ausgabe Saudi-Arabien. Und Sie stellen fest, es fehlt etwas, nämlich die Mutter. Die Mutter ist rausretuschiert. Hier haben Sie eine Frau in einer interessanten Möbelsituation, ganz hinten in der Ecke. So, und jetzt Ausgabe Saudi-Arabien, Frau ist weg. Und hier noch ein drittes Beispiel, Familie beim Frühstück. Familie weg. Frauen weg, retuschiert aus Saudi-Arabien. Frau Zeming, haben Sie diese Geschichte mitgekriegt? Ja. Was ist das? Was passiert da? Ich würde sagen, es ist eine gewisse Art von vorauseilendem Gehorsam, weil man Angst hat, dass es zu Konflikten kommen könnte. In einem Land, in dem traditionell Frauen über eine bestimmte religiöse Interpretation, muss man sagen, diskriminiert werden. Und IKEA hat sich wahrscheinlich gedacht, um Ärger zu vermeiden, schneiden wir gleich mal die Damen aus dem Katalog heraus, was anscheinend aber gar nicht zunächst gefordert war. Geht auch ohne Mutter. Herr Mansour, es gab nicht wirklich einen Anlass, es gab keinen Druck von saudi-arabischer Seite, das zu tun. Ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Also die Frauen in Saudi-Arabien gehören nicht zur Öffentlichkeit. Und das muss man halt auch sagen. Es gibt keine anderen Kataloge, auch von Firmen in Saudi-Arabien oder andere Firmen, die Frauen halt gezeigt und auch unverhüllt, also ohne Kopftuch. Und ich glaube, das wäre dann problematisch, wenn das Katalog, der deutsche Katalog, sagen wir mal, oder ein normaler Katalog, dann in Saudi-Arabien verkauft wird. Das würde mir total einleuchten, wenn es der erste wäre, aber es gab schon welche. Meine Frage ist, kommt da was Neues? Also passiert da gerade was? Ja, man kann sagen, dass IKEA eigentlich Gewinn machen wollte und sie orientiert sich an das Publikum, der da halt kaufen wird. Und natürlich will sie, sage ich mal hier, einfach die Menschen nicht ärgern, weil das sind die Kunden. Ja, kommen die Frauen halt weg. Ja. Frau Rössler, wie haben Sie diese Geschichte wahrgenommen? Ist es verrückt oder sagen Sie, okay, so ist halt Religion, mal die Frau weg aus dem Bild? Ich würde das vielleicht auch eher konsumorientiert als eine solche in der Bewertung sehen, dass man einfach sagt, ja okay, wenn es da besser ankommt, dass die Frauen da weg sind, sind sie
sind sie halt weg. Aber entschuldigen Sie, Frauen sind ja da. Es gibt sie ja. Ja, ja, nein, also... Ne? Auch, aber auch in der Öffentlichkeit. Ja, also anscheinend ist das halt dann so, dass es da besser ankommt. Und das hat, glaube ich, nicht allzu viel mit Religion dann zu tun, sondern mehr mit der dortigen Gesellschaft. Herr Fischer, vorauseilender Wahnsinn oder ganz gut erklärbar? Nein, ich sehe das auch von dem Konsumaspekt. Also da sollen ja keine Frauen gekauft werden, sondern Möbel. Insofern eine Reduktion aufs Wesentliche. Ich war sehr erfreut, als ich dann sah, dass es auch schon Witze zu diesem Fall gibt. Arabische Jugendliche haben sich reinretuschiert, haben sich zum Beispiel Lampen reinretuschiert in Bilder, wo sie ihre Freundin küssen und so weiter. Dann küssen sie eben die Lampe und haben das dann an IKEA geschickt. Das finde ich dann eine ganz vernünftige Reaktion. Herr Alter, jetzt frage ich Sie auch mal, wie nehmen Sie so eine Geschichte wahr? Ist da gerade was, braut sich da gerade was zusammen oder haben wir hier die saudi-arabische Gesellschaft, die ist, wie sie ist und hier haben wir den Kapitalismus, der auch so ist, wie er ist? Also ich würde mich den Vorrednern anschließen. Ich denke, dass man bei IKEA sich einfach überlegt hat, dass es Methoden gibt, noch 3 Billigregale mehr zu verkaufen und wenn man dazu die Frauen aus den Katalogen retuschieren muss, dann wird das halt gemacht. Tja. Halten wir das mal als Zwischenergebnis fest. Zu unserem ersten Gast. Es ist Daniel Alter, Rabbiner in Berlin. Wenn er vor 8 Wochen bei uns gewesen wäre, dann hätte er vermutlich nicht für möglich gehalten, was ihm am 28. August passiert ist, als er bei sich zu Hause um die Ecke auf offener Straße, er war mit seiner Tochter unterwegs, angegriffen wurde. Er hätte es nicht gedacht, denn eigentlich ist er ganz anders unterwegs. Rabbiner Daniel Alter bei der Aktion für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Seit langem setzt er sich für interreligiösen Austausch ein. Verantwortung, Offenheit und Respekt Andersgläubigen gegenüber gehören zu seinem Judentum. Muslime und Christen, Vertreter der Baha'i und Juden stehen vereint im Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung. Dresdner Synagoge 2006. Ein junger liberaler Rabbiner empfängt seine Ordination. Rabbiner Daniel Alter. Es ist ein großer und feierlicher Augenblick. Endlich, nach 5 Jahren Studium, wird Daniel Alter seine eigene Gemeinde in Oldenburg betreuen. In Berlin ist gestern ein Rabbiner auf offener Straße überfallen und verprügelt worden. Seine 6-jährige Tochter wurde mit dem Tode bedroht. Geschehen ist es im beschaulichen Berlin-Schöneberg. Daniel Alter hat eigentlich immer damit gerechnet, nur nicht in dem Moment. Ist mal angesprochen worden, gefragt worden, ob er Jude sei. Das hat er bejaht. Und hat einer der jungen Männer hat ihn ins Gesicht geschlagen. Dann hat von hinten noch ein anderer auch noch mal zugeschlagen. Und daraufhin ist mein Mann dann auch hingefallen. Die Öffentlichkeit ist geschockt. Die Berliner treibt es aus den Häusern auf die Straße. Große Solidarität mit dem verletzten Rabbiner. Daniel Alter gibt sich nicht geschlagen, ganz im Gegenteil. Der Zusammenhalt tut ihm gut und gibt seiner Familie viel Kraft. Rabbi Alter ist nicht ängstlich, nur wachsam. Dies hier ist sein Pflaster und er weicht keinen Zentimeter zurück. Herr Alter, jetzt haben wir den äußeren Hergang. Wie war der innere Film an diesem Abend bei Ihnen? Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil das Ganze auf mich in der Erinnerung völlig surreal wirkt. Das ist eine Mischung aus, irgendwo hat man ja damit gerechnet. Also das ist die Möglichkeit, dass sowas passiert, war nicht völlig exotisch. Aber letzten Endes ist man doch immer getrieben von Wunsch und Hoffnung, mir passiert sowas schon nicht. Und dann von der Realität eingeholt zu werden in einer Situation, die für mich dann auch sowieso völlig fremd war, weil diese Form von physischer Auseinandersetzung ist nichts, was ich kenne. Ich bin 53 Jahre alt geworden, ohne jemals in wirklich eine Schlägerei verwickelt gewesen zu sein. Der ganze Blick zurück, die ganze Situation, ich würde das einfach mit dem Wort surreal umschreiben. Haben Sie von geträumt danach nochmal? Nein. Wie geht's Ihrer Tochter? Wie ist die damit klargekommen? Die ist ja noch klein. Ja, meine Tochter hat übrigens Wert darauf gelegt, dass sie 7 ist und nicht 6, wie hier fälschlicherweise berichtigt wurde. Sehr wichtig, weil sie guckt zu. Es ist in dem Alter ein großer Unterschied. Mhm. Ja. Und hat zunächst mit überschäumender Aktivität darauf reagiert, hat auch die ganze Aufmerksamkeit
sozusagen benutzt, um das ein bisschen zu kompensieren. Aber Sie kennen, denke ich schon, dass da zumindest ein potenzielles Trauma da ist. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass es wurde auch schon eine Welle der Solidarität erwähnt, dass zu den Hilfsangeboten auch gehört, dass ein Therapeut, ein Kinder- und Jugendtherapeutin uns angeboten hat, uns zu helfen, mit Naomi das Trauma aufzuarbeiten. Und das werden wir in Anspruch nehmen. Haben Sie sich vor allen Dingen und zuerst als Privatmensch angegriffen, getroffen gefühlt oder als Rabbiner? Oder macht es, ist es Unsinn, weil es gar keinen Unterschied für Sie macht? Ich denke, als Rabbiner, das kann man von der privaten Person und Rabbiner, das kann man nicht so kann richtig nicht gut voneinander trennen. Ja. Ich habe mich als Jude angegriffen gefühlt. Ich denke, wenn ich das verneint hätte, dass ich Jude bin, oder wenn man aufgrund meines Auftretens hätte annehmen können, dass ich nicht jüdisch bin, wäre mir das möglicherweise erspart gewesen. Kannten die Sie, weil es geplant? Das oder kann ich Sie nicht beurteilen. Ich trage immer meine Kippa. Seit einigen Jahren auf Wunsch meiner Frau immer eine Mütze drüber. Und ich habe da so eine Baseballkappe. Genau, und die hat ja aber hinten hat die so ein Fenster. Und wenn die Mütze ein bisschen nach vorne rutscht und die Kippa ein bisschen nach hinten, dann geht sozusagen das Fenster auf. Möglicherweise haben die mich auch im Kiez gesehen, weil wenn ich mal eben über die Straße in den Supermarkt gehe, mir eine Cola holen, dann setze ich mir jetzt auch keinen Hut auf. Also. Was raten Sie Ihren Leuten? Kippa tragen? Farbe bekennen? Oder lieber mal eine Kappe drüber? Also das kommt Fenster immer drauf an. Es gibt Regionen in Berlin, da würde ich Kippa tragen nur empfehlen in Begleitung eines Sanitäters. Es ist generell so, dass sich niemand in Gefahr bringen sollte. Es ist zwar auf der einen Seite, natürlich ist es wichtig, Zeichen zu setzen. Aber sich für diese Zeichen die eigene Gesundheit zu gefährden, das wäre eigentlich mit jüdischem Denken nicht zu vereinbaren. Interessant ist, dass das ja ein Aspekt ist, der bei der Solidaritätsaktion auch eine Rolle gespielt hat, denn es gab einen Kippa-Flashmob. Ja. Die Leute, die gekommen sind, haben sich das aufgesetzt. Und war das gut? Also, das ist ein tolles Zeichen der Solidarität. Es gab auch noch eine zweite ähnliche Aktion am selben Abend. Ich glaube, der Bürgermeister Wurbereit hatte dazu aufgerufen, wir sollen Kippa tragen in der langen Nacht der Religionen. Einem Aufruf, dem viele prominente Berliner gefolgt sind. Und das ist natürlich gut, weil das ein wichtiges Zeichen ist, ein Zeichen der Solidarität. Und diese Zeichen haben meiner Familie und mir auch sehr geholfen, mit dieser Situation fertig zu werden. Und das hat auch natürlich eine gewisse Außenwirkung, weil es auch andere ermutigt, Zeichen zu setzen und in die richtige Richtung zu bewegen. Ja, Zeichen setzen aber nicht um jeden Preis, das habe ich gerade schon verstanden. Also nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit oder des eigenen Lebens. Ja, ich würde mal Herrn Mansour gerne zwischenfragen, wie ist das in der muslimischen Glaubensgemeinschaft, wenn man sich da durch seine Kleidung offen zu erkennen gibt, ist man dann gefährdet? Als Jude oder als Muslim? Als Muslim. Als Jude offensichtlich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es gibt keine islamische Kleidung. Es gibt zum Beispiel den Kopftuch oder den Burka. Ich glaube, dass Frauen, die Burka tragen oder Kopftuch tragen, manchmal diskriminiert, auch angegriffen, also verbal angegriffen wurden. Oder einfach, dass Menschen Witze machen und so weiter. Bei Salafiten, die diese lange weiße Kleidung tragen, dann glaube ich schon, dass sie schwer haben in Berlin. Sind Sie dafür, dass man sich zeigt, dass man seinen Glauben nach außen trägt? Naja, mit Salafismus habe ich ein Problem. Und zwar, weil es nicht um die Kleidung geht, sondern um die Ideologie, die dahinter steht. Und mit der Ideologie habe ich ein Problem. Aber ich bin dafür, dass jeder eigentlich so die Kleidung trägt, die er mag. Also wir leben in einer offene Gesellschaft, freier Gesellschaft. Und das soll möglich sein, dass jeder seinen Glauben und seine Kleidung auswählen, wie er will. Finden Sie es denn besser im Sinne dieser offenen Gesellschaft, wenn wir sagen, wir haben eine Vielfalt und der trägt das und der trägt das und ist für mich sozusagen erkennbar, gehört zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft? Oder sollten wir sagen, wir sind modern, jeder Glaube ist Privatsache, das gehört gar nicht in den öffentlichen Raum? Also ich bin der Meinung, dass Religion eigentlich eine Privatsache ist. Also das ist ein Kontakt zwischen mir und Gott, das geht keiner an. Aber es gibt auch Grenzen. Und diese Grenzen zum Beispiel, konnte ich als Beispiel geben, Burka zum Beispiel. Da laufen Frauen ohne Identität. Da sieht man das Gesicht nicht. Da weiß man nicht, ob das ein Mann, eine Frau. Da hat eine Frau, wenn sie so läuft, eigentlich keine Identität. Und da habe ich damit ein Problem. Da bin ich auch davor, wie in Frankreich, dass es verboten wird.
Ob gesetzlich jetzt die richtige Antwort oder die richtige Erlösung wäre, das weiß ich nicht. Feine Unterschiede. Herr Alter, Sie haben sehr beeindruckt dadurch, dass Sie gesagt haben, mir ist das passiert und jetzt werde ich meine Anstrengungen zur Verständigung, zum interreligiösen Dialog verstärken. Das ist doch wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wo nehmen Sie die Kraft dafür her? Ehrlich gesagt, das ist das Einfachste, was ich tun kann. Ich habe natürlich den brennenden Wunsch, mich gegen so etwas zu wehren. Das ist, mich mit diesen Typen irgendwie in den Boxring zu stellen, wäre, glaube ich, keine sonderlich gute Idee. Also muss ich das mit den Mitteln versuchen, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist eben Dialog und Auseinandersetzung. Das war auch irgendwo so spontan eine der ersten Ideen, die ich habe. Das darf eigentlich nicht wahr sein. Ich will nicht, dass sowas passiert und ich will vor allem nicht, dass solche Menschen in irgendeiner Form mein Leben und das Leben meiner Familie beherrschen. Und deswegen habe ich mich auch spontan dazu in diese Richtung geäußert, dass es eben jetzt auch weitergehen muss. Ich muss auch sagen, dass ich sehr oft mit Antisemitismus konfrontiert worden bin und da ist so eine gewisse Abstumpfung dagegen eingetreten. Man sagt halt, lass den doch reden. Und es würde auch, glaube ich, keinen Sinn machen, jede Schmiererei oder jede Pöbelei oder jede Beleidigung zu den Behörden zu bringen. Dann hätte ich sehr viel zu tun und die Behörden sehr viel und es kommt nachher wahrscheinlich doch eh nicht so viel raus. Und da entsteht ein gewisses resigniertes Abstumpfen und das ist eigentlich verkehrt. Ich denke, ich hätte mich nicht so sehr von diesen Dingen zurücksetzen sollen. Ich hätte mehr die Auseinandersetzung damit auch in der Vergangenheit suchen sollen. Und ich habe das jetzt auf relativ unangenehme Weise, habe ich eine Erinnerung daran bekommen, dass es eigentlich richtig ist, sich aktiv mit Rassismus und Antisemitismus auseinanderzusetzen. Jetzt waren das muslimische Jungs, die Sie da überfallen haben. Spielt das eine Rolle? Wir kennen Antisemitismus aus der rechten Ecke, jetzt kommt er aus dieser Ecke. Ich denke nicht, dass das eine gravierende Rolle spielt. Das gibt ähnliche, man kann als sich offen als Jude zu erkennen gebender Jude in Deutschland auch in anderen Regionen in ähnliche Situationen kommen, wo man dann eben aber kein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund bekommt, sondern weil dann der Antisemitismus eher aus einem rechtsnationalen, rechtsradikalen Hintergrund kommt. Herr Mansour, sagen Sie mal, also ist da irgendwie was, ist da was im Gang von der Seite? Also da bin ich Ihrer Meinung. Natürlich gibt es auch die Muslime, die damit nichts zu tun haben, die das auch ablehnen und Juden ja, als Menschen auch wahrnehmen, mit denen Begegnungen gehen können. Aber es gibt auch die Gruppe, die die Juden ablehnt. Religiös argumentiert, aber auch in Bezug auf Nahostkonflikt. Das heißt, Juden werden als Israelis, als Soldaten, als Besatzer gesehen. Und natürlich ist es eine unglaubliche Aggressivität dabei, wenn man zum Beispiel an die Palästinenser in Berlin denkt. Da sind 82 nach Berlin gekommen, die immer noch keinen Aufenthalt haben, die Duldungsstatus haben, die eigentlich hochtraumatisiert sind. Sie haben den Krieg auch miterlebt, 82. Und mit denen arbeitet man nicht. Das heißt, sie bleiben in ihre Communities. Die Schulen bearbeiten das Thema Antisemitismus, Holocaust, Zweiten Weltkrieg eigentlich aus einer sehr deutsch-deutsch Perspektive, was eigentlich richtig ist. Aber auf die andere Seite, das spricht diese Leute nicht an. Sie haben eine andere Ursache, sie haben andere Gründe, Juden zu hassen. Das ist nicht zu akzeptieren natürlich. Aber wir müssen da, die Schule muss da unglaublich viel machen, um diese Leute zu erreichen, um mit denen in einen Dialog zu kommen. Darf man nicht übersehen. Charlotte Knobloch, die Ex-Präsidentin des Zentralrats der Juden, hat gesagt, auf dieses Beschneidungsurteil hin, offensichtlich sind wir nicht mehr gewollt in diesem Land. Ist sie übers Ziel hinausgeschossen? Frau Zeming, was sagen Sie? Also es ist ihr sozusagen zuzubilligen, dass sie es so empfindet, aber ich glaube, es ist also jetzt nicht die generelle Frage, ob das Judentum in Deutschland nicht mehr gewollt ist, sondern es geht ja um die Frage, ob ein bestimmter Ritus einen höheren Stellenwert hat, also ob Eltern eine Verfügungsgewalt über Kinder haben oder ob die Unversehrtheit des Kindes den höheren Stellenwert hat. Und hier prallen eben zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Auf der einen Seite Religionen, die bestimmte Riten sehr lange tradieren, die ja aber auch in den Religionen selbst nicht immer unkritisch betrachtet werden. Also es gibt ja in Israel auch eine Bewegung, die sich gegen diese Form der Beschneidung ausspricht. Aber Religionen sind in vormodernen Gesellschaften entstanden. Das heißt, es sind auch sehr viele Bräuche und Riten aus diesen Zeiten
werden mit tradiert, manche gibt man auf und bei manchen empfindet man sie eben als identitätsstiftend. Die Frage ist jetzt natürlich von der modernen Perspektive her, sind diese Riten tatsächlich so identitätsstiftend und es kommt was Neues hinzu, was in traditionellen religiösen Systemen nie eine Rolle gespielt hat, ist eben Individualität, also das Individuum, das ein Recht hat, nämlich zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich denke, dieses Urteil hat natürlich eine Diskussion mit angestoßen, was meines Erachtens natürlich nicht untersagt ist, dass ein erwachsener Mann sich entscheidet, sich beschneiden zu lassen. Die Frage ist eben, ist dieser Ritus zwingend notwendig? Aus meiner Sicht des Judentums, können Sie mich auch verbessern, ist es aber so, dass eigentlich zunächst mal Jude oder Jüdin ist, wer eine jüdische Mutter hat oder eben zum Judentum von einem Rabbinatsgericht konvertiert. Und es sind ja bei weitem nicht alle Juden beschnitten. Also das ist natürlich etwas, was sehr eng mit der Tradition verbunden ist und für eine bestimmte Ausrichtung mit Sicherheit als absolut notwendig betrachtet wird. Aber nicht für alle Juden. Und da stehen wir halt wirklich wieder vor dem Punkt, mit dem wir jetzt in der Moderne natürlich in ganz vielen Bereichen konfrontiert werden, dass vormoderne Weltbilder, Interpretationen auf moderne Ansichten stoßen. Und die große Frage ist, was hat jetzt den Vorrang? Und fragen wir mal Rabbi Altan. Wie haben Sie diese Diskussion verfolgt? Wir müssen ja gar nicht in die Details gehen, aber Frau Zeming hat ja das Grundsätzliche daran jetzt eigentlich auf den Punkt gebracht. Also ist es eine Frage der Identität, ist es oder prallt da eigentlich ein vormodernes Denken mit einer modernen Gesellschaft und den möglicherweise Menschenrechten aufeinander? Ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn man Religionen generell in die Richtung vormodernes Denken schiebt. Aber abgesehen davon, wo ich mit Ihnen einer Meinung bin, ist die Frage als solche, ob eine rituelle Beschneidung von Kleinkindern, Babys mit deutschem Recht vereinbar ist, ist natürlich völlig legitim. Das ist auch eigentlich völlig unproblematisch. Ich denke, worauf Charlotte Knobloch sich zu Recht bezogen hat, ist das, was am Rande dieser Debatte passiert ist. Wir haben zum Beispiel unlängst Gleichsitzungen gehabt zwischen Beschneidung und Witwenverbrennung zum Beispiel. Das sagen Politiker aus dem demokratischen Spektrum. Mhm. Das ist schon sehr problematisch. Und ich habe zu einigen Dingen, die Sie sagten, grundlegend eine andere Meinung, aber das ist kein Problem, weil Sie haben das ja auch auf eine demokratische und unpolemische Art und Weise vorgetragen. Und ich denke, wir könnten uns ganz normal darüber auseinandersetzen. Aber wenn dann jemand mit vielen bluttriefenden Adjektiven oder mit Vergleichen wie zur Witwenverbrennung ankommt, dann ist es eben auch sehr schwer, dieses Gespräch sachlich weiterzuführen. Mhm. Und vor allem, wenn in so einem demokratischen Prozess dann eine Entscheidung gefällt wird, mit der ich nicht einverstanden bin, dann sollte ich ja trotzdem versuchen, danach mit demjenigen noch reden zu können und mit dem zu leben. Aber wenn das dann derartig polemisiert wird, teilweise auf wirklich äußerst problematische Art und Weise, dann gibt es ja eigentlich kein Danach mehr an einem Tisch sitzen. Und von daher kann ich Charlotte Knobloch eigentlich zustimmen. Ja. Herr Fischer, das ist ja der interessante Punkt, wo diese Dinge, über die man sich zivilisiert auseinandersetzen könnte, historisch, philosophisch, theologisch, was auch immer, dass diese Dinge wahnsinnig schnell umkippen in etwas, wo auf einmal es lichterloh brennt und man teilweise das Gefühl hat, jetzt ist der Verstand irgendwie aber auch durchgebrannt. Wie beobachten Sie das sozusagen von Ihrem Hochsitz der Satire aus? Wie haben Sie über das Beschneidungsurteil irgendwie nachgedacht? Sind Sie zu Schlüssen gekommen? Also als Arzt und Rechtsanwalt kann ich natürlich dazu jetzt ein fundiertes Urteil abgeben, inwiefern das alles gerechtfertigt ist. Haben Sie als Satiriker gefragt? Die Beschneidungsdebatte habe ich dann mit Entsetzen verfolgt, also was sich da teilweise an Stimmungen entladen hat in der Bevölkerung, im Internet. Das war ja der nackte Antisemitismus, man konnte es nicht anders beschreiben. Und es war mir so, als würde die Mehrheitsgesellschaft jetzt plötzlich Angst haben, dass ihnen die bösen Juden an den Schniedel wollen. Das habe ich wirklich so als eine Art Kastrationsangst. Und die paar Juden, die es noch gibt in Deutschland, die sollen gefälligst so leben, wie sie wollen, finde ich. So wie ich das verstanden habe, ist Beschneidung wirklich eine Säule des Judentums und nicht verhandelbar. Und mit Kindern werden ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge werden mit Kindern gemacht. Die bekommen Zahnspangen, müssen in den Turnunterricht. Und da finde ich die Beschneidung nicht die größte Demütigung, die ein Kind zu erdulden hat. Herr Mansour, wie haben Sie auf diese Debatte geguckt? Also
nochmal an den Punkt, also was passiert in Köpfen? Also was Herr Fischer jetzt gesagt hat, ist ja, es gibt sozusagen einen latenten Antisemitismus, der ist offenbar da, der wird normalerweise, der ist nicht hoffähig, ja, aber der kann sofort getriggert werden, wenn sowas passiert. Dann sind auf einmal ganz viele Stimmen da. Mhm. Ist das das oder ist es generell, wenn es um Religion geht, sind wir in einem Bezirk, wo wir sagen, oh, aufgepasst. Die Frau muss raus aus dem IKEA-Katalog. Und zwar nicht nur in Saudi-Arabien, sondern haben auch wir diese Reflexe. Gibt es das auch bei uns? Also erstmal, ich bedauere natürlich, dass es auch antisemitische Tendenzen in dieser Debatte gab. Und das finde ich nicht richtig. Ich finde aber die Debatte an sich richtig. Ich bin sehr glücklich, in einer Gesellschaft zu leben, wo man sich Gedanken macht, wenn zwei Grundgesetze aufeinandertreffen. Unversehrtheit des Körpers des Kindes und auf die andere Seite die Religionsfreiheit. Mhm. Aber in dieser Debatte habe ich eigentlich die Religionsfreiheit des Kindes eigentlich vermisst. Weil ich persönlich bin der Meinung, Beschneidung hat in einer modernen Gesellschaft nicht zu suchen. Und wir haben jetzt, wir leben in einer modernen Gesellschaft, wo man sich Fragen stellt, wo man kritisch gegenüber Religion sein kann. Und ich will in einer Gesellschaft leben, wo man auch kritisches Denken auch fordert. Das ist Teil der Demokratie. Und das ist eine Frage, wo die Grenzen zwischen diesen zwei Grundgesetzen eigentlich fließend sind. Und da will ich, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen, darüber nachdenken, ob das richtig wäre, ob das falsch ist. Am Ende, ob jemand dann entscheidet, sein Kind zu beschneiden, ist es seine Privatsache, solange es kein Gesetz gibt. Aber in der muslimischen Community habe ich diese Auseinandersetzung vermisst. Wir haben in der muslimischen Community damit zu tun, dass Kinder schon mit 10 oder manchmal sogar mit 14 beschnitten werden. Ein Fest, wo die Familie da ist. Mhm. Ich kann das nicht vergleichen mit einem Kind, der 8 Tage ist, wie beim Judentum. Dass ein Kind, wenn er 10 ist, der voller Bewusstsein hat, der das alles mitkriegt, der diese Ängste auch dabei hat, die nicht bearbeitet werden. Und da muss ich und will ich auch kritisch da gucken. Ich bin der Meinung, auch bei 8 Tagen ist es nicht bewiesen, dass es so harmlos ist. Aber trotzdem will ich darüber nachdenken. Jetzt gibt es den Gesetzesentwurf. Ist es eine gute Lösung? Ja, also es ist erlaubt. Nein, es ist straffrei gestellt, sofern medizinische Regeln eingehalten werden, die Regeln der Kunst beachtet werden. Ist es eine gute Lösung oder ein fauler Kompromiss? Naja, es ist ein Kompromiss. Ich kann das aber akzeptieren, aber für mich fängt die Debatte jetzt an. Weil es droht eigentlich keine Ausschuss, es droht jetzt keine Kriminalisierung, diese Debatte. Aber jetzt will ich wissenschaftlich darüber reden. Mhm. Jetzt will ich, dass die Muslime, besonders die Muslime, ich rede als Muslim hier, dass sie sich auseinandersetzen, dass sie sich Gedanken machen, dass sie wissenschaftlich auch auseinandersetzen und gucken, ob das am Ende für das Kind gut ist oder nicht. Ist es gut gelaufen, Frau Zeming? Also dass diese, es gibt also sozusagen erstmal einen Anlass und dann regen sich alle auf und dann kommt der Staat und mit seiner Expertise und sagt so, wir sortieren das mal und wir machen jetzt ein Gesetz daraus. Ist das eigentlich so richtig so gewesen? Ja, sind Sie zufrieden? Anlass war ja zunächst eben dieses Gerichtsurteil, ja, das wahrscheinlich für alle Betroffenen etwas unerwartet kam oder relativ unerwartet. Dann kommt natürlich die Reaktion drauf und dann muss der Staat wieder handeln. Aber ich gebe dem Herrn Mansour völlig recht. Ich glaube, es ist wirklich jetzt die Zeit, das auch mal anzudiskutieren, was da dahinter auch steht. Ich denke, diesen Kompromiss brauchen wir momentan gesellschaftlich. Aber es ist eben auch wirklich die Frage, wie sich Religionen selbst definieren. Und also vielleicht das auch noch auf Ihre Antwort gerade oder Ihre kritische Bemerkung, dass Religionen nicht immer mit der Vormoderne gleichzusetzen sind. Das ist auch gar nicht das, was ich meine, aber alle Weltreligionen sind in einer vormodernen Gesellschaft entstanden. Dass sie heute noch existieren, zeigt, dass sie auch irgendwo in der Moderne was zu tun oder mit der Moderne was zu tun haben. Aber, und das ist, glaube ich, das große Problem, weil ganz viele der Werte, Prinzipien eben in diesen vormodernen Kulturen und Gesellschaften entstanden sind, werden die einfach mit in die Moderne übertragen, ohne dass man sich irgendwann mal anguckt und fragt, hat das eigentlich noch Platz? Also wir sind immer geneigt,
aus einer bestimmten Richtung heraus Religion ausschließlich mit ihren vormodernen Erscheinungsformen zu identifizieren. Also das ist das Judentum, das ist das Christentum, das ist der Islam. Steht aber nirgendwo geschrieben, dass wir Religionen ausschließlich unter einer vormodernen Warte interpretieren müssen. Also im Gegenteil. Was wäre denn die Moderne dann? Die Moderne wäre genau eben eine Auseinandersetzung mit dem, was wir heute haben, dass wir sagen, es sind bestimmte Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit dazugekommen, zum Beispiel eine ganz, ganz positive Entwicklung, dass das Individuum Rechte hat, dass es nicht mehr ums Kollektiv geht, sondern auch der Einzelne im Mittelpunkt steht. Sogar Frauen. Sogar Frauen, ganz richtig. Und das ist natürlich eine Situation, die aber in den Ausgangskulturen nicht der Fall war. Und die konnten natürlich auf bestimmte Fragen diesbezüglich keine Antworten geben. Das heißt, wir müssen heute eben unter den Voraussetzungen, die unsere auch moderne Gesellschaft prägt, nämlich dass wir sagen, wir haben sowas wie eine Emanzipation, wir gehen davon aus, dass Menschen gleichberechtigt sind, dass das Individuum Rechte hat, müssen wir natürlich auf diese alten Dinge mit einem neuen Blick gucken und schauen, wie können wir das denn auch in die Moderne übertragen. Und es ist völlig klar, das Gesicht von Religionen wird sich verändern. Das Problem ist, dass für viele Menschen, die eben ein sehr engen Bezug an eine bestimmte Form der Religion haben, sie immer glauben, das ist ausschließlich die wahre Religion. Anders kann Religion nicht gelebt werden, ansonsten ist es Verrat an der Sache. Aber das ist es nicht, sondern das ist einfach nur ein, ich sag's jetzt mal, unkritisches Festhalten an bestimmten Vorstellungen, die sich eben so gezeigt haben, weil es damals entstanden ist. Und Dinge, die eben, was weiß ich, vor 2000 oder 2500 Jahren entstanden sind, können natürlich noch nicht Fragen unserer Zeit reflektieren. Also, dass die Bibel keinen naturwissenschaftlichen Schöpfungsbericht beinhaltet, ist einfach naheliegend. Ja, es gibt aber auch welche, die das glauben. So. Ganz jetzt richtig. Jetzt wüsste ich gerne, was in Ihrem Kopf vorgeht, Frau Rössler, wenn Frau Professorin Zeming spricht. Wenn das so ist, fürchten Sie, Sie sind aktive Katholikin, Sie zeigen das auch und Sie wollen auch, dass man das sehen kann in der Öffentlichkeit, fürchten Sie, dass da so eine Art von Glaube-Leid bei rauskommt, also etwas, was sich permanent vermittelt sozusagen mit der Gegenwart und mit der Moderne? Droht da was? Ja, also ich glaube, dass der Glaube und die Religion sich nie an eine Zeit irgendwie anpassen darf. Das hat schlechte Auswirkungen in der Renaissance und im Mittelalter und das würde auch schlechte Auswirkungen heute haben, sondern dass er immer unmittelbar zum Menschen sein muss und unmittelbar zu dem, was die eigentlichen Wurzeln des Glaubens sind. Und die sind eigentlich immer aktuell, weil es immer um den Menschen und um Gott geht. Und das ist zum einen die Vernunft, also alles muss immer an der Vernunft gemessen werden und zum anderen eben die christliche Tradition, also die Schrift, die Bibel und die Offenbarung, die wir haben. Und deswegen glaube ich, ist die Zeit da gar nicht so relevant, weil es sich eben um den Menschen, um seine persönliche Beziehung zu Gott dreht. Und daran können Religionen, glaube ich, oder ja, das Christentum, rede ich mal, weil ich ja Christ bin, immer wieder seine Aktualität messen. Ja. Das Wort war Wurzeln. Ne? Also wenn man nämlich sagt, da sind Wurzeln, dann ist es alt und dann bin ich auf einmal in einer Schicht, wo die Gesellschaft eine ganz andere war. Hat sie doch irgendwie auf eine Art auch recht, oder? Naja, das Problem ist aber jetzt sozusagen schon zu tun, als wären zum Beispiel die heiligen Texte der jeweiligen Religionen nicht beeinflusst von ihren Zeitbedingungen. Und das sind sie einfach, also zumindest in der christlichen Theologie, also auch innerhalb des Katholizismus. Aber ich kann ja sagen, das ist meine Offenbarung. Sind wir aber immerhin dahin gekommen, dass wir die historisch-kritische Exegese akzeptieren und nicht mehr davon ausgehen, dass das Ipsissima Vox ist, also der liebe Gott hat gesprochen und irgendeiner hat es dann einfach nur noch blind hingeschrieben, sondern diese Texte haben einen ganz klaren Bezug zu den Zeitumständen und spiegeln damit immer, dass Verständnis des jeweiligen Menschen und seiner Zeit zu Gott, zur Offenbarung und was auch immer. Aber das ist immer. Das heißt, wir können gar nicht anders. Wir können nicht anders, aber das ist völlig klar, dass das vor 2000 Jahren anders ausschauen muss als heute. Also ich kann nicht einfach sagen, weil das jemand damals so niedergeschrieben hat, dann ist das die Wurzel des christlichen Glaubens, denn das ist bereits wieder in ein bestimmtes Gewand gehüllt. Und wir müssen jetzt gucken, welches neue Gewand quasi zu diesem Kern auch passt. Und wir sind aber in den Religionen einfach durch die Entwicklungsgeschichte so darauf konditioniert, dass wir die Gewänder für die Wurzel selbst halten. Und dann kommen wir hin und sagen, naja, okay, so muss die Religion ausschauen. Es geht auch nicht anders. Also
Wenn ich zum Beispiel Schwarzpädagogik oder Angstpädagogik, die in der katholischen Kirche und leider auch im Islam bis heute eigentlich auch existiert, wenn ich über Exorzismus denke, das sind Sachen, die man damals im Mittelalter nicht darüber nachgedacht und geguckt, ob das jetzt gut wäre, ob wir Kinder von der Hölle erzählen sollen oder nicht. Aber die katholische Kirche beschäftigt sich und das bedeutet damit und das bedeutet, dass sie auch ein bisschen moderner geworden, ein bisschen, leider nicht so viel, aber... Also ich glaube, es geht nicht um Gewänder, um ein altes oder ein neues Gewand, sondern es geht eben um den Kern. Und unsere Aufgabe ist es, als einzelner Mensch, als einzelner Christ, immer wieder auf diesen Kern zurückzukommen, denke ich. Sehen Sie denn diesen Kern in Widerspruch zur Moderne drumherum? Ich glaube, der Kern ist eine Grundlage der Moderne, die wir heute haben. Mhm. Also die demokratisch-freiheitliche Gesellschaft wäre nicht möglich ohne die Grundlagen, die aus dem Christen kommen, zum Beispiel eben die Würde des Menschen. Ja? Mhm. Das Individuum hat nur Rechte, weil es eine Würde hat. Und das ist urchristlich. Ja, und dann gibt es noch die Aufklärung. Und dann müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir das zusammenkriegen. Ja. Wir machen einen Semikolon, meine Damen und Herren, keinen Punkt. Denn natürlich geht es da gleich weiter. Sie sind aber auch gefragt. Wie halten Sie es mit Freiheit und Religion? Soll der Staat religiöse Traditionen schützen? Soll er sich besser raushalten? Was sind Ihre Erfahrungen? Was sind möglicherweise Ihre Fragen an unsere Gäste hier? Wenn Sie sowas haben, dann folgen Sie der Einladung ins Westart-Gästebuch www.west-art.de. Dann rechts auf Talk klicken, schon sind Sie drin. Wir sind gespannt. Sie haben die Geschichte von David Alter gehört. Jetzt hören Sie die Geschichte von Ahmad Mansur. Beide wohnen, Zufall, im gleichen Bezirk in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich kennen, kriege ich gleich raus. Beide jedenfalls arbeiten am gleichen Projekt Verständigung und beide haben eine gleiche Erfahrung, glaube ich, gemacht. Im interreligiösen Dialog braucht es Helden, Heroes. Sein Thema: Antisemitismus bei deutschen Muslimen, Ahmad Mansur. Als Palästinenser in Israel aufgewachsen, weiß er nur zu gut, wie der Hass zwischen den Religionen die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen bedroht. 20 Millionen Exemplare des Koran für Deutschland. Kostenlos. Eine Propagandaaktion der radikal-islamischen Organisation der Salafisten. Ihre Kernthese: Demokratie ist Dreck. Und es gibt nur einen wahren Glauben, allen anderen droht die Hölle. Ihre Thesen verbreiten sie über das Internet. Die Christen sind Ungläubige, die Juden sind Ungläubige, die Atheisten sind Ahmad Mansur beobachtet als Wissenschaftler für die gesellschaftsdemokratische Kultur das Treiben der Salafisten. Und er warnt, sie nur als Randerscheinung wahrzunehmen. Eine Broschüre soll helfen, sich gegen ihre Hasspredigten zu stellen. Es kommt darauf an, die Traditionen der eigenen Kultur und Religion immer wieder zu hinterfragen, sagt Ahmad Mansur, kritisch zu sein. Die Gleichberechtigung der Frauen ist für ihn das Wichtigste. Noch immer nimmt ein falsch verstandener Ehebegriff bei jungen Muslimen den Mädchen das Recht auf die eigene Freiheit. Es braucht Mut, dagegen anzutreten und junge Menschen wie Yunus Erin Chaimen. Er ist einer von sogenannten Heroes. Junge Muslime, die in Schulen und Jugendzentren ihren Altersgenossen Mut machen sollen, eigene Rollenklischees zu hinterfragen. Ahmad Mansur bildet als Gruppenleiter diese Heroes aus. Als Mitglieder derselben Community begegnen sie ihren Alters- und Geschlechtsgenossen auf Augenhöhe. So können sie eher auch traditionell islamischen Jugendlichen zeigen, dass es Sinn macht, Fragen zu stellen und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Herr Mansur, wer sind die Heroes? Wo kommen die her? Wo finden Sie die? Also erstmal muss ich nur sagen, dass Heroes mit Salafismus nichts zu tun. Also ich arbeite in verschiedenen Projekten, da werden halt mehrere Projekte dargestellt. Das ist ein kurzer Film, der vieles zusammendrängt, was Sie alles machen. Genau. Salafismus kriegen wir gleich, jetzt haben wir die Heroes. Die Heroes sind Jungs zwischen 6 und 23 Jahre alt, die motiviert genug, etwas zu ändern in dieser Gesellschaft. Sie kommen zu uns, weil sie mit der Klischee nicht einverstanden sind, weil sie nicht in eine Schublade gesteckt werden mit Leuten, die ihre Schwester ermorden oder zwangsheiraten und so weiter. Mit denen arbeiten wir ganz intensiv. Es geht um Augenhöhe, es geht um Vertrauen bauen, es geht um kritisches Denken, um Frage stellen, um sie emotional zu erreichen. Und wenn das sie sind so aber nicht Dissidenten innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Das sind Jugendliche aus der muslimischen Gemeinschaft. Die meistens auch dazugehören, die aber sagen, es passt uns nicht, wenn wir mit Dingen, die sie in die Vormoderne, das wollen wir nicht. Ja, so, genau. Ne?
Und Sie wollen was ändern? Mhm. Unser Schwerpunktthema ist Unterdrückung im Namen der Ehre. Das heißt Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das ist ein Thema. Und mit denen dann gehen wir, wenn Sie fertig mit der, sage ich mal, die Ausbildung, Coaching, Schulen, heute, genau, ne? Sie sind die Helden, die Vorbilder, die Multiplikatoren, die dann durch Rollenspiele und Workshops dann andere Jugendliche in Schulen dann erreichen und ihnen Denkanstöße geben, Alternativen zeigen. Und das ist meistens das erste Mal, dass die Schüler und Schülerinnen aus der, sage ich mal, ja, muslimischer Community eine andere Stimme mitkriegen. Mhm. Dass sie kriegen, das sind Heroes, das sind aus dieser Community und trotzdem sind sie vor Gleichberechtigung. Und sie sind annähernd gleichaltrig. Das ist, ja, spielt, glaube ich, ja, eine Rolle. Da kommt natürlich kein weiser Ahmad irgendwie hin und sagt, ich habe es herausgefunden, wie es ist, ich bin im Besitz der Wahrheit, sondern die sind tatsächlich irgendwie aus der gleichen Gemeinschaft. Ja, ja, und es geht nicht um Wissenvermittlung oder sagen, das ist falsch und richtig. Mhm. Wir zeigen Rollenspiele, das ist überspitzte Situationen aus Familien, wo es um Gleichberechtigung geht. Und dann geht es darum, dass man diskutiert. Und ich glaube, das ist genau, was auch in Schulen schiefläuft, dass viele Lehrer eigentlich die Angst haben, solche Themen anzusprechen. Sie fühlen sich nicht in der Lage, Ehre oder Antisemitismus im Kontext von Nahost zu bearbeiten in den Schulen. Mhm. Und dann kommen wir als Hilfe da und versuchen auf Augenhöhe, Vertrauen, es ist kein Unterricht, sondern einfach nur Gedankenaustausch und dann funktioniert es. Es ist unglaublich, nach 3 Stunden zu merken, dass diese Jugendlichen und Schüler und Schülerinnen einfach reflektierter sind, dass sie sich Fragen stellen, dass sie sich Gedanken machen. Stimmt das? Muss ich das so machen? Ist das jetzt islamisch? Ist das jetzt meine Tradition? Ist das jetzt der richtige Weg sozusagen? Oder sollte ich ein bisschen darüber nachdenken? Geht's auch mal schief? Nee, eigentlich nicht. Es gibt immer die Jugendlichen, die dabei sind, so ein bisschen extrem und radikal drauf sind. Aber wir schaffen es immer wieder, diese Jugendlichen dazu zu motivieren, mitzumachen und zum Nachdenken zu bringen. Ja, tolles Projekt. Eigentlich schon, ja. Das ist eine Ihrer Aktivitäten. Eine andere, wir machen einen klaren Strich, ist, Sie beschäftigen sich A mit Antisemitismus und B mit Salafisten. Salafismus ist etwas, was bei uns auch sofort irgendwie einiges auslöst. Müssen wir Angst haben vor Salafisten? Was wollen die? Was ist da unterwegs? Also ich glaube schon, dass Salafisten gefährlich sein können. Nicht jeder Salafit ist jetzt ein Dschihadist oder jemand, der sich in der Luft jagen will. Aber es reicht, wenn ein Person hier einen Anschlag macht und er nimmt zig Menschen in dem Tod mit. Und das können wir nicht akzeptieren. Was wollen Sie? Was wollen die? Salafisten, ja. Salafisten, das sind Menschen, die eigentlich die Religion so leben wollen wie vor 1500 Jahren. Das heißt, sie lehnen die Moderne total ab. Sie lehnen die Demokratie. Sie glauben an die Scharia, das heißt Gottesgesetz. Sie glauben an den Koran. Sie lehnen sogar die neue Interpretation von dem Koran. Das heißt, sie orientieren sich immer sprachlich an vor 1500 Jahren. So kleiden sie sich auch und glauben, so hat Mohammed auch ausgesehen damals und wir mussten ihn verfolgen. Was gefährlich ist, die Ideologie, die dahinter steht. Weil diese Ideologie nimmt von den Menschen, die Individuum, das Recht zu entscheiden. Bei jeder kleinen Entscheidung muss ich jemanden fragen. Ich muss blind verfolgen und wir wissen, was in der Geschichte mit Leuten, die blind verfolgt haben oder folgen, passiert. Und da sehe ich die Gefahr eigentlich von Salafismus. Sie haben gerade das eine Projekt beschrieben, da geht es darum, miteinander zu reden. Reden Sie mit Salafisten oder ist das ein Studium aus der Distanz? Teilweise ja, aber wir konzentrieren uns nicht nur an Salafisten. Wir versuchen eigentlich, die muslimische Community mit der Staat zusammenzubringen. Wir veranstalten Veranstaltungen, wir machen Dialoge zwischen Staat, zwischen die Mehrheitsgesellschaft und zwischen Muslime. Und da sind immer Themen, die auch Salafisten auch beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, und das ist meine Kritik auch an die Verbände und an die muslimische Community, dass sie Salafiten als Randgruppe gesehen haben. Es wird immer verharmlost, es handelt sich um 5000 Leute, davon vielleicht 200, die gewalttätig sind oder die Gewaltverherrlicher sind. Aber das sind alle eigentlich Themen, die auch in den Mainstream-Islam zu finden sind. Salafisten haben nichts Neues erfunden. Sie haben einfach Inhalte im Islam überspitzt dargestellt und deshalb sind sie auch für Jugendliche so attraktiv. Was ist genau das, was das attraktiv macht, dieses Denkgebäude?
Ja, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, nochmal modern, die ein bisschen anstrengend ist. Anstrengend, Entscheidungen zu treffen, anstrengend zu denken, wie die Zukunft aussieht. Wir haben damit zu tun, auch mit Jugendlichen, die vielleicht auch den Anschluss in diese Gesellschaft nicht gefunden haben, die keine Zukunftsperspektive haben. Und dann ist es viel leichter, wenn jemand kommt und sagt, das Leben hier ist überhaupt nicht wichtig. Wir orientieren uns an das Leben danach, wir orientieren uns an das Paradies sozusagen und wir müssen nur blind verfolgen, wir müssen keine Entscheidungen treffen, wir müssen uns nicht anstrengen. Sie finden da eine Struktur, eine Alltagsstruktur von morgens bis abend, wann man betet, wann man isst. Sie finden ein soziales Umfeld, der sehr auch, warm ist und Halt gibt. Und das sind alle Sachen, die für Jugendliche sehr interessant und attraktiv sind. Es gibt eine große Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten. Ja, natürlich. Und Exklusivitätsanspruch auch. Mhm. Das heißt, die, die hier sitzen, die vielleicht auch den Wohlstand auch erreicht haben, das sind eigentlich aber Opfer dieser Gesellschaft. Weil am Ende, sie werden alle sterben und in der Hölle landen. Und wir, die eigentlich hier nichts haben, die vielleicht auch diskriminiert wurden oder werden. Wir kriegen dann das Paradies und wir sind dann die Sieger am Ende. Könnte man sagen, dass der Islam da, wo er sich in unguter Weise zusammenballt, nämlich im Fundamentalismus, dass wir da eigentlich dahinter ein großes soziales Problem haben, weil nämlich viele Menschen sich sozusagen lieber in eine andere Welt herüberträumen, weil sie auch frustriert sind, weil sie gesehen haben, dass es in dieser Welt für sie nicht gut aussieht. Teilweise materiell, richtig. Bildungsmäßig, ja. Partizipationsmäßig. Teilweise richtig, aber in meiner Arbeit orientiere ich mich eigentlich mehr an die Erziehungsmethoden, weil ich glaube, da ist die Lösung und da ist das Problem auch. Also das heißt, wenn ich in eine Familie aufwachse, wo ich nicht kritisch denken darf, wo ich an das Kollektiv orientieren muss, ich habe keinen Platz zur Selbstentfaltung, ich habe keinen Platz zum Nachdenken, ich habe keinen Platz, meinen eigenen Weg zu suchen oder zu gehen. Das sind alle Aspekte. Dazu kommen bestrafender Gott oder bestrafender Vater. Ich sage immer, ich weiß nicht, wer zuerst kam, ein bestrafender Vater oder ein bestrafender Gott. Aber Angstpädagogik spielt auch in solchen Milieus eine riesengroße Rolle. Und dann schaffen wir eigentlich Personen, die dann sehr auffällig für Salafismus, für Fundamentalismus, für solche Extremisten eigentlich. Ja. Und wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir Aufklärung machen, da müssen wir die Schule gewinnen, die dann dagegen arbeiten soll. Jetzt machen wir mal ein Ausrufezeichen. Es ist nicht so einfach und man soll es sich nicht so einfach machen. Wer es sich ganz bestimmt nicht einfach macht, ist Katharina Zeming, Professorin für Theologie und Philosophie und Autorin eines gewichtigen Buches, in dem sie sich mit genau einer, ja, eigentlich der Gretchenfrage beschäftigt, nämlich wie verträgt sich der Anspruch der Religion auf Wahrheit mit einer modernen Gesellschaft und zum Beispiel mit den Menschenrechten. Das geht nicht immer gut. Die Suche nach Wahrheit, nach Antworten, treibt die Menschen schon lange. Hingabe und Leidenschaft im Glauben führt aber schon immer zu Konflikten. Schauen wir auf unsere eigenen religiösen Wurzeln. Höhepunkt der Macht der katholischen Kirche, das Mittelalter. Zusammenhalt von Kirche und Krone. Kirchenfürsten sind mächtige Statthalter des Königs. Im Namen Gottes blutige Kreuzzüge. Überlagert politisches Kalkül die christliche Botschaft? Nicht der Mensch, nur die Macht zählt. Prächtige Kathedralen, der Himmel auf Erden. Das Volk muss für die aufwendigen Bauten aufkommen. Heftige Proteste gegen die Willkür kommen auf. Und dann die Französische Revolution 1789. Endlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Umkehr der Machtverhältnisse, Trennung von Staat und Kirche. Doch auch die Revolution frisst ihre Kinder. Gewalt und Brutalität auch hier. 1948. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Bis sich die katholische Kirche bewegt, dauert es aber noch. Erst das Zweite Vatikanische Konzil 1962 entscheidet endlich zugunsten der Religionsfreiheit in der bürgerlichen Staatsordnung. Und heute? Wird die Genderfrage in den drei monotheistischen Religionen zum Gradmesser für Freiheits- und Menschenrechte?
Die Stellung der Frau im Islam ist sehr unterschiedlich. Männer legen den Koran aus. Rabbiner orthodoxer Gemeinden geben Frauen nicht einmal die Hand, weil diese für sie rituell unrein sein könnten. In liberalen jüdischen Gemeinden feiern Männer und Frauen auch räumlich gemeinsam ihren Gottesdienst. Während bei den Protestanten Frauen auch hohe Ämter bekleiden, können sie in der katholischen Kirche weder Päpstin noch Bischöfin werden, nicht mal Priesterin. Zündstoff immer da, wo Tradition auf modernes Denken stößt? Ist das wirklich Glaube oder schlicht die Angst vor Kontrollverlust und davor, Privilegien zu verlieren? Ja, Frau Zemming, nochmal auf den Punkt. Schließen sich zum Beispiel ein strenger Islam und die Menschenrechte aus? Prinzipiell nicht, haben Sie herausgefunden. Also wenn Sie streng unter dem definieren, was hier gerade zum Beispiel mit Salafismus, dann natürlich dann schon, ja. Das ist ganz klar. Prinzipiell schließen sich Religionen und Menschenrechte dann nicht aus, wenn Religionen eben bereit sind, quasi sich selbst auch zu verändern und eben bestimmte Prinzipien als zeitbedingt anerkennen. Aber da hakt es ja, genau. Weil ich, wenn ich sage, das ist eben meine Identität, dass ich mich sozusagen gegen diesen Mainstream stelle. Aber das ist auch der Konfliktstoff innerhalb der jeweiligen Religionen zwischen den sogenannten Reformorientierten. Also es ist ja gerade gekommen, ein liberales Judentum ist zum Beispiel klassischer Ausdruck des Versuchs, die Religion in die Moderne zu bekommen. Mhm. Das gibt es in der islamischen Tradition genauso. Also die Ankara-Theologenschule versucht genau das. Es gibt in Pakistan, in Indien, es gibt in der ganzen islamischen Welt immer Gelehrte, die versuchen, nun den Islam eben in der Moderne zu interpretieren. Nur wird das Gesicht des Islam in der Moderne anders ausgucken eben als ein vormoderner Islam. Und das ist im Christentum im Prinzip genau das Gleiche. Und das ist natürlich diese extreme Spannung, die wir innerhalb der christlichen Welt auch erleben zwischen zum Beispiel evangelikalen Christen, liberalen Christen. Mhm. Die einen, die eben sagen, nein, wir müssen eine Religion auch mit der Moderne versöhnen. Das heißt, wir haben bestimmte Grundwerte, wie zum Beispiel Nächstenliebe, die wir als fundamental betrachten und die gilt nun für alle Menschen. Oder aber ich kann natürlich sagen, in der Bibel steht dies und jenes Gebot geschrieben und das ist absolut verbindlich, ohne dass ich dann eben einen bestimmten Zeitbezug sehe. Und das ist dieses Spannungsfeld, also jetzt nicht nur zwischen den Religionsgemeinschaften an sich und der Moderne, sondern sehr genau innerhalb der Religionen. Bei allen, in allen Großen haben Sie jetzt dargestellt. Aber es sind ja offenbar nicht alle gleich weit. Und ich beobachte manchmal einen gewissen, ja, vielleicht ist es Hochmut gegenüber dem Islam, wenn dann gesagt wird, dem fehlt sozusagen die Aufklärung. Wir haben das ja schon alles ausgemacht und haben, weiß ich nicht, Spinoza, Feuerbach oder was auch immer, haben diese Vermittlung versucht. Aber die sind eben nicht so weit. Es ist halt einfach mal ein historisches Faktum, dass die Aufklärung, zumindest so wie wir sie kennen, halt innerhalb Europas stattgefunden hat, aus welchen Gründen auch immer. Und es aber war für auch die ganz wichtig war in der Wissensvermittlung arabische Tradition. Ganz es gab, richtig. Das gab's also alles schon. Das ist ja dieses Absurde, dass es zum Teil in der islamischen Welt schon Phasen gab, wo sehr viel mehr Freiheit da war, als es dann heute orthodoxe Interpreten des Islam haben wollen. Allerdings muss man sagen, diese freieren Interpreten innerhalb der Tradition sind natürlich auch immer wieder von der anderen Richtung heftig attackiert worden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass alle, die eben als Philosophen gerade diesen kritischen Diskurs in der Geschichte geführt haben, dann begeistert aufgenommen worden sind. Also das ist schon, also das kann man auch als so ein Spannungsfeld durch die Jahrhunderte, der fast Jahrtausende hindurch feststellen, dass es immer diesen Konflikt gibt zwischen denen, die sagen, Vernunft, wir haben bestimmte veränderte Umstände, irgendwie müssen wir das zusammenbekommen. Und die anderen, die einfach sagen, so steht's geschrieben und da brauche ich auch nicht gar nicht interpretieren. Herr Alter, wie kommen wir da raus? Es gibt immer die Auseinandersetzung zwischen denen, die im Besitz der Wahrheit sind und denen, die sagen, ja komm, lass doch mal gucken. Wie macht man das? Haben wir eine Chance? Also diese Auseinandersetzung darüber, wie etwas richtig zu verstehen ist, ist eigentlich Teil jüdischen Lebens. Das ist gibt im Judentum. Stimmt, keine, da gehört der Streit und das gehört das, ja das fast ist Teil unserer Kultur, dazu. Was sicherlich auch damit zu tun hat. Deswegen glaube ich, dass ich fühle mich da jetzt ein bisschen außen vor, denn man kann Judentum letzten Endes auch nur im Hinblick oder im Zusammenhang mit der rabbinischen Auslegungstradition verstehen. Mhm. Und da ist das eben auch schon zu sehen, dass Dinge, die in der Bibel eigentlich auf den ersten Blick ganz geradeaus und straight und unkompliziert eigentlich wirken, dann eben
durch die Rabbinen in einen sinnvollen und verantwortungsvollen Kontext gebracht worden sind. Das bekannteste Beispiel dafür ist das legendäre Zitat Auge um Auge, Zahn um Zahn, das eben sehr häufig zum Aufruf für konkrete Vergeltung missverstanden wird. Aber es ist im Judentum niemals so praktiziert worden, weil die rabbinische Auslegungstradition eben das ganz klar in die Richtung des Kompensierens, des Schadensersatzes immer gelenkt, interpretiert und verstanden hat. Und ich denke, das ist eine Tradition, die uns in einigen Zusammenhängen doch auch vor argen Schaden bewahrt hat in diesem Fall. Ja. Man muss reden, streiten, immer streiten, weiter. Reden. Und ja. Das ist glaube ich, auch gar kein Widerspruch zu dem, was andere hier vorher sagten. Das bedingt natürlich auch eine Auseinandersetzung. Daraus folgt einfach auch eine Auseinandersetzung. Was steht da und wie ist das zu verstehen und wie ist der Sinn dessen, was da steht, zu verstehen? Und diese Auseinandersetzung ist für mich an und für sich was völlig Normales. Jetzt nehmen wir mal einen Punkt raus, den Frau Zeming ja auch schon erwähnt hat. Rolle der Frau könnte man als Gradmesser für die Menschenrechtskompatibilität der Religion nehmen. Jetzt haben wir hier Muslime, Juden, Christen. Rolle der Frau, da hätten wir, glaube ich, in allen Fällen Erklärungsbedarf, oder nicht, Frau Rössler? In der katholischen Kirche kann die Frau nicht das, was der Mann kann. Ja, also blöd, oder? Im Prinzip kann die Frau das eigentlich schon. Also wenn es darum geht, Priester die Religion werden, auszuleben, die Religion, also wirklich gläubig zu sein, die christliche Botschaft zu leben, das kann sie sogar besonders im Christentum. Und das war wohl auch eine Neuheit, die das Christentum mitgebracht hat, dass die Frau eben dem Mann gleichgestellt war, die gleiche Würde hatte. Dass aber die kann Frau das nicht sein, Priester, wenn sie nicht da vorne stehen darf und Sakramente ja, es geht, austeilen? Ja, ich glaube, das ist ein falsches Verständnis vom Priestertum. Es geht, wenn man wirklich, wenn es einem wirklich ums Christentum geht, nicht um diese, nicht um eine Machtkonstellation. Es geht nicht darum, Macht zu haben, die Sakramente zu verteilen, sondern es geht einfach beim Priestertum um eine Berufung, einen ganz besonderen Weg, Gott zu dienen. Und Jesus, das ist einfach mal eine Grundlage, dass Jesus eben damals Männer dazu berufen hat. Aus welchen Gründen auch immer, das können wir jetzt und nicht wissen. Und deshalb muss das so bleiben. Aber er hat Männer dazu berufen und deswegen sind es heute auch noch in der Folge, in der Tradition, wo das ja immer, es gibt ja seit damals sozusagen eine Tradition, in der das Priesteramt weitergegeben worden ist. Und deswegen sind es heute auch immer noch Männer, aber ich sehe das nicht als etwas, was ich nicht darf oder was ich nicht kann, weil das einfach nichts mit Macht zu tun hat. Wenn Sie sich dazu berufen, wenn Sie sich jetzt dazu berufen fühlen, als junge Frau heute 2012, ich würde das gerne machen. Das ist ein Beruf, den Sie nicht ergreifen, dann stört Sie nicht. Ich glaube, wenn man ein katholischer Christ ist oder eine katholische Christin ist, wie ich bin, dann hat man seine Beruf oder findet man seine Berufung und es gibt viele Wege der katholischen viele Wege im Katholischen, wie man eben seine Berufung finden kann, eben zum Beispiel als in einem Beruf besonders oder eben als Ordensschwester oder als Mutter, als Ehefrau und Mutter, die einen sehr, sehr ausfüllen können. Und das Priestertum ist eben etwas, was nicht zu der Berufung einer Frau dazugehört, sondern es geht da eben um andere Sachen und besonders auch um, das sind eben Berufungen, die sehr, denke ich, auch auf das Wesen einer Frau hin ausgerichtet sind und die einen so breiten Rahmen haben, dass sie die Persönlichkeiten von uns sehr ausfüllen. Also ich. Sie sitzen ganz erleuchtet da. Nervt Sie das, dass Sie wahrscheinlich auch von Gleichaltrigen öfter mal gefragt werden, wie kannst du das? Also das ist völlig. Man kann doch heute nicht mehr so über Frauen reden. Also ich verstehe das schon, weil es natürlich schwierig zu verstehen ist, wenn man denkt, okay, es gibt die Priester und es gibt die Bischöfe und es gibt den Papst und das sind alles Männer und das kommt einem so vor, wie als wären das so die Managerebenen, die nicht von Frauen besetzt werden. Selbst der WDR hat eine Intendantin. Ja, das kommt einem so vor, aber das ist eben, deswegen finde ich es total richtig und normal. Ich meine, ich habe mir die Fragen auch gestellt, ja, dass man fragt, okay, warum sind das jetzt keine Frauen? Aber wenn man wirklich sich damit beschäftigen will und wirklich in dem Glauben drin ist, dann versteht man das, dass es einfach, dass es diese Herangehensweise einfach nicht dem Christentum entspricht, zu sagen, es geht dabei um Handlungsmöglichkeiten und Macht, sondern es geht dabei um was viel Tieferes, nämlich um das Leben einer Beziehung zu Christus. Und das ist als Frau absolut im Christentum ebenso möglich wie als Mann. Kein Widerspruch. Für Sie, Herr Mansour, wie ist das im Islam? Das ist auch ein Thema bei Ihnen, klar, die Frauen, definitiv, Rolle der Frauen. Ja. Also, aber für Sie ist es eine Baustelle. Für Frau Rössler ist es jetzt keine Baustelle. Naja, es war mal für mich auch keine Baustelle, als ich religiös war. Und
Ich weiß es nicht, ob das eigentlich verstehen oder ausblenden. Und ich glaube, viele religiöse Menschen, egal aus welcher Religion sie kommen, eigentlich das Thema Frauen, genau wie Bestrafung und Tod und weiß ich nicht was, also diese Tabuthemen eigentlich ausblenden und darüber nicht nachdenken. Also die Antworten, die ich von Muslimen zum Beispiel bekomme, wenn ich mit denen über Frauenrechte diskutiere, sind für mich keine Antworten. Also die... Ich habe damals angefangen, einfach Fragen zu stellen und ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Mhm. Weil ich glaube, wir können uns nicht nur an bestimmten Schriften und an bestimmte historische Ereignisse orientieren und sagen, so soll die Frau leben, die Frau kann das und das nicht. Gestern habe ich mit jemandem diskutiert, ob die Frau arbeiten gehen darf oder nicht. Das kann nicht sein, nicht in 2012, nicht in Deutschland. Wir brauchen das, wir haben... soziales Problem, weil wir 50% der Gesellschaft eigentlich neutralisieren. Wir sperren sie zu Hause, sie dürfen das und das und das und das nicht machen. Und das geht von Generation zu Generation. Das kann nicht weiter, so nicht weitergehen. Wir brauchen mutige Menschen, die Fragen stellen, die den Koran anders interpretieren, die auch vielleicht auch aus diesem Kontext rausgehen und sagen, für mich ist Moral wichtiger als Religion, ich bleibe jetzt gläubiger Muslim, aber Sexualität zum Beispiel spielt bei mir keine Rolle. Wer gibt mir das Recht zu entscheiden, dass meine Tochter oder meine Schwester oder meine Frau Jungfrau bleiben soll? Keiner. Das ist gegen die Menschenrechte, das ist gegen die Individualität, das ist gegen die Rechte dieser Frauen. Und das können wir nicht akzeptieren. Wir müssen schwierige Fragen stellen, es ist auch Arbeit. In historischer Kontext. Es ist Arbeit. Machen wir mal gleich weiter mit den Tabus und den Tabuverletzungen. Schauen Sie mal, dies hier ist eins der letzten Titelbilder der Titanic. Da sehen Sie nun gerade den Heiligen Vater ungut getroffen, also sozusagen der Pipi-Papst. Ich habe es gesehen, Herr Fischer, es lag in meinem Hausflur. Ich weiß nicht, wer die Titanic abonniert hat. Haben Sie Titanic abonniert? Nee. Nicht. Sie waren es nicht. Es soll auch Studenten geben, die gute Preise. Studierende sogar. Nein, ich habe es gesehen und habe gedacht, das gibt Ärger. Haben Sie es auch gedacht? Nein. Also nein? Nein. Das kam für uns vollkommen überraschend. Und insbesondere, dass der Papst persönlich uns verklagt. Das ist, glaube ich, auch pressegeschichtlich beispiellos, dass eine Publikation vom Papst persönlich verklagt wird aufgrund der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Sie sehen mich verblüfft. Ich habe gedacht, die haben da gesessen in der Zentralredaktion und haben sich das genau überlegt. Nein. Wenn wir das machen, dann gibt es einen Aufreger. Das wird uns oft vorgeworfen, dass wir so Provokationen kalkulieren, aber das machen wir nicht. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit und auch keine Ressourcen, über Medienaktionen und Steuerung irgendetwas nachzudenken, sondern wir denken einfach, Vati Leaks, das ist das Thema. Dazu brauchen wir einen Witz auf der ersten Seite. Und das war unsere Behandlung dieses Themas. Und dann kam Post vom Vatikan. Ja, er hat sich relativ viel Zeit gelassen. 2,5 Wochen war das Heft schon auf dem Markt und praktisch abverkauft. Dann kam ein relativ schmuckloses Schreiben, das wir zunächst für einen Scherz hielten. Wir haben oft Zuschriften von Lesern, die glauben, sie könnten uns irgendwie vorführen. Aber als wir es dann prüften und tatsächlich ein sehr engagiertes Gespräch mit dem Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz führten, kam raus, tatsächlich der Papst verklagt Titanic. Die Klage wurde aber zurückgezogen. In der Tat, im letzten Moment. Haben Sie das durch eine persönliche Audienz klären können oder wie lief das? Nun, wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits in Hamburg, wo der Prozess stattfinden sollte, einen großen Mittelaltermarkt arrangiert. Wir wollten den Leuten die Möglichkeit geben, die Lebenswelt des Papstes ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen informieren über den Katholizismus. Und dieser Mittelaltermarkt fand gerade statt. Da erreichte uns diese Pressemitteilung. Ein Journalist hat sie mir gezeigt. Das wollte ich auch erst mal verifiziert haben. Denn das war für Titanic die beste, für den Papst die wahrscheinlich schlechteste Lösung. Also ich verstehe es bis heute nicht, was ihn da getrieben hat. Frau Rössler, haben Sie es gesehen, haben Sie es wahrgenommen? Hat sie das verletzt? Also es geht ja dann, also es melden sich ja Menschen, die sagen, meine religiösen Gefühle sind verletzt. Hat sie das verletzt? Also ich würde Ihnen dahingehend zustimmen, dass ich glaube, dass da wirklich nicht viel drüber nachgedacht worden ist, weil es für mich keine besonders intelligente Satire scheint, sondern eher so ein bisschen ein Fäkalhumor, der sonst eher so pubertären Kreisen vielleicht als lustig erscheint. Hat natürlich auch seinen Ort. Ja, also ich glaube, dass es den Papst persönlich verletzt hat, sonst hätte er die Klage nicht eingereicht. Und es ist natürlich für ihn beleidigend als Person, als ein Mann, der doch eine sehr integre Persönlichkeit darstellt. Aber das ist nichts, was in irgendeiner Weise, ich meine,
jeder kann uns sagen, was er will, und das ist auch richtig so. Und das, finde ich, sollte uns eher dazu, das sollte uns eher dazu ein bisschen ermutigen, auch, dass wir sagen, was wir wollen und das auch zeigen. Und weil wir haben eine sehr gute, eine sehr freudige Botschaft, nämlich das Christentum. Und ich sehe das vielleicht eher, abgesehen davon, dass es natürlich eine Beleidigung darstellt und dass das ich natürlich total verurteile, weil das für mich jemand ist, den ich sehr schätze als Person und als auch das Amt. Aber ich würde das wirklich als Ansporn sehen, einfach unsere eigene Botschaft nach außen zu tragen und die Meinungsfreiheit für uns zu nutzen. Mit welchen? Wir haben da auch kooperiert mit Katholiken. Wir haben sehr viele Zuschriften von engagierten Katholiken bekommen, die wir auch abgedruckt und auf unserer Homepage veröffentlicht haben. Also Titanic hat ja auch eine frohe Botschaft und wir reihen uns da gerne ein und helfen da auch gerne mit. Und ich empfinde das als gelungenes Joint Venture zwischen Katholizismus und Titanic. Also das kann ich gerne auch nochmal machen. Der Papst hat uns diesen Prozess vorfinanziert. Die Auflagenerhöhung, die wir erfahren haben, hat praktisch alles, was wir bezahlen wollten, bezahlt. Und er muss jetzt noch sämtliche Gerichts- und Verfahrenskosten tragen, dadurch, dass er die Klage zurückgezogen hat. Wahrscheinlich ist er sogar Fan. Ich kann es mir nicht anders erklären. Er hat uns einen großen Gefallen getan. Von welchen Religionsgemeinschaften bekommen Sie die meiste Post? Eindeutig Christen. Also wir haben, glaube ich, keinen ausgeprägten muslimischen oder jüdischen Leserkreis. Von Juden kann noch was. Sie haben auch den Propheten, das ist die aktuelle Nummer. Richtig. Mal kurz gucken. Aber auch Bettina Wulff. Sie haben zwei große Themen miteinander verknüpft hier. Richtig. Ja. Aber da kommt weniger von muslimischer Seite, obwohl wir gerade die ganze Zeit darüber sprechen, wie streng das ist und wie eng die Grenzen da teilweise sind, da merken Sie weniger. Nein, also ich glaube, dass die meisten Muslime sehr, sehr tolerante und intelligente Zeitgenossen sind, die auch durchaus mal an einem Scherz Freude haben können. Und jedenfalls bekomme ich von Muslimen keine Reaktionen auf irgendwelche unserer Aktionen. Also ich habe jetzt im Zusammenhang mit diesem Titel tatsächlich nur eine Zuschrift aus Palästina bekommen. Jemand, der sagte, ach, hört doch auf mit so albernen Scherzen, befasst euch lieber mit den intellektuellen Grundlagen des Islam. Also sozusagen eine abgewogene, sachliche Antwort. Da waren die Zuschriften der Christen und auch der Katholiken meist engagierter und auch emotionaler. Haben Sie jetzt gucken wir vielleicht mal gerade auf ein paar Beispiele, also aus der Vergangenheit des Magazins Ich war eine Dose. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist natürlich schon arg blasphemisch. Dies ist vielleicht sogar noch schlimmer. Spielt Jesus noch eine Rolle? Und ja gut, das ist natürlich recht lustig, wer hier alles als Papst noch in Frage kommt. Und dann haben wir hier noch eins, da geht es in die andere Richtung. Das ist die Klagemauer und dann steht jemand davor und darunter steht Heul doch. Das finden jetzt manche lustig und andere finden es überhaupt nicht lustig. Aber Sie sagen irgendwie, Religion muss Satire aushalten. Ja, und vor allen Dingen richtet sich Satire an die Freunde der Satire. Also wer keine Satire mag, wer keine Witze über den Papst mag, muss sich auch keine Zeitschrift kaufen, in der solche Witze stehen. Der kann dann in den Gottesdienst gehen, da hört er die Botschaft, die er gerne hört. Wir machen das Heft für unsere Leser. Sie sagen noch was anderes. Humor ist ein Gegenmittel gegen Angst. Und das Wort Angst, das taucht jetzt wirklich auch bei Ihnen schon öfter mal auf. Wie funktioniert das? Nun, also wenn ich über etwas lachen kann, dann habe ich automatisch die Autorität gebrochen. Ich kann sie natürlich noch anerkennen, aber ich signalisiere, die Autorität kommt von mir, weil ich sie akzeptiere. Und ich glaube zum Beispiel, über diesen spielt Jesus noch eine Rolle, kann ein nicht allzu bornierter Christ tatsächlich auch lachen, weil es sozusagen demonstriert, wie, so könnte man ihn interpretieren, wie das Kruzifix abgewertet wird oder wie die christlichen Werte in dieser Gesellschaft abgewertet werden. Das ist ja fast schon ein christlicher Witz. So könnte man ihn jedenfalls interpretieren. Und wenn man im Lachen feststellt, dass die Autorität etwas ist, was man den Sachen verleiht und dass die nicht von oben kommt, dann ist es sicher ein Gegenmittel zur Angst. Ja, wenn es keinem wehtut, ist es dann nicht gut? Dann ist es jedenfalls keine Satire. Ah ja, das heißt also die Tatsache, dass, also wenn Sie sich religiöse Repräsentanten oder Religionsthemen irgendwie vornehmen, dann muss es, dann soll es auch irgendwo krachen. Das heißt, dann wären Sie eigentlich enttäuscht, wenn keine Post aus dem Vatikan käme oder wenn keiner sich melden würde. Also Satire, die sozusagen mitbauen will am Konsens der Gesellschaft und dafür sorgen will, dass wir uns alle gut verstehen, ist keine Satire. Also ich möchte im Gegenteil, dass wir uns alle streiten und ähnlich wie in der Tora-Schule die Fetzen pflegen. Das fände ich ganz gut. Wenn wir ja alle nur da uns gegenseitig streicheln und auf die Schultern klopfen, glaube ich, ist das auch unproduktiv. Herr Alter, wie haben Sie es gerade gesehen? Da steht jemand vor der Klagemauer und drunter steht Heul doch. Lustig?
ich weiß nicht, ob ich das lustig finden kann, weil ich den Witz daran ehrlich gesagt nicht verstehe. Aber da habe ich ja jetzt einen kompetenten Gesprächspartner, der mir den vielleicht erklären kann. Ich persönlich muss sagen, für mich gehört Selbstironie auch dazu. Und im Judentum ist, glaube ich, Selbstironie etwas, auch was unter uns zumindest etwas ganz Übliches ist. Mhm. Ich tue mich mit ein paar Sachen, die Sie gemacht haben, ehrlich gesagt einfach schwer. Zum Beispiel dieses Titelblatt mit dem Papst, das finde ich geschmacklos. Das finde ich null lustig und Allerdings würde ich mich über sowas auch nicht fürchterlich aufregen. Also wir haben Dinge auf diesem Niveau über Judentum und Juden, das ist Legende, davon gibt es unheimlich viel. Das regt mich dann schlichtweg nicht mehr auf. Ich denke, aufregen sollte man sich dann, wenn man die Gefahr sieht, dass da etwas eben nicht nur Satire ist, die im besten Fall zum Lachen und Nachdenken anregt, sondern wenn eben auch die Gefahr besteht, dass das tatsächlich aufhetzt. Es gibt ja auch Dinge, die versuchen, satirisch daherzukommen, die einen zutiefst rassistischen Kern oder eben gewaltfördernden Kern, ohne jetzt auf konkrete Veröffentlichungen anzuspielen, haben. Und da muss man dann auch schon sehr kritisch hinschauen. Und da finde ich Aufregung dann auch angebracht. Verändert es Ihre Arbeit, Herr Fischer? Wir können es ja konkret machen. Wenn es jetzt dieses Mohammed-Video gibt, ich weiß gar nicht, wer von uns es gesehen hat, und das natürlich dann Folgen hat. Also auf einmal habe ich das Recht auf freie Meinungsäußerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite konkrete Gefahren, weil Menschen darauf reagieren und dann passiert irgendwie was. Verändert das Ihre Arbeit? Nein, also wir machen das, was wir für angemessen und für richtig halten. Also wir haben schon interne Kriterien, aber wir wollen vor allen Dingen gute Witze machen. Vielleicht misslingt das einmal, vielleicht nicht. Das beeinflusst uns nicht in unserer Arbeit. Ich finde es schade, dass... Es gibt kein Zucken, kein Zögern, wenn der Prophet sozusagen aufs Titel kommt. Das war das Thema des Monats. Also wieso sollten wir darauf verzichten? Mhm. Nein, also ich finde es schade, dass in der arabischen Welt Filmkritik so rabiat durchgeführt wird. Das sollte, glaube ich, in der Zeitung stattfinden. Aber man hatte ja auch gehört, dass es hier sich um eine verschwindend kleine Minderheit gehandelt hat. Eine amerikanische Wissenschaftlerin hat ausgerechnet, dass es weniger als 10.000 Leute waren, die weltweit gegen dieses Video protestiert haben. Bei 1,5 Milliarden Muslimen war praktisch niemand auf der Straße. Ja. Also, aber am Ende gab es ein paar Tote. Also die Frage ist, was machen wir damit? Und verändern sich da an solchen Punkten ein bisschen die Koordinaten? Ja, die Toten müssen natürlich beerdigt werden und die Mörder verfolgt, das ist ganz klar. Aber deswegen darf man nicht aufhören, Witze zu machen, weil diese Witze, was die Leute damit machen, das liegt im Ermessen der Leute. Und wenn jemand einen Witz als Anlass nimmt, jemanden totzuschlagen, dann ist er dafür verantwortlich und nicht der Witzemacher. War es ein Witz, das habe ich auch gelesen, irgendwie, dass das Auswärtige Amt bei Ihnen angerufen das hat? Das war kein Aussage. Witz. Das war Auswärtige echt. Amt hat kurz vor Erscheinen des aktuellen Titels bei mir angerufen und hat gefragt, was denn im Heft drin steht. Man möchte sich auf Sachen vorbereiten können. Das ist ein bisschen bedenklich, oder? Ich finde das gar nicht so bedenklich. Also ich strebe eigentlich eine Zusammenarbeit mit der Regierung auch auf inhaltlicher Ebene an, wenn gelegentlich Mitarbeiter des Kabinetts bei Redaktionskonferenzen anwesend sind, dann finde ich das sehr erfreulich und da könnte man auch eine gemeinsame Linie finden, wenn dann die Verbreitung entsprechend über das Amtsblatt oder Gesetzestexte sichergestellt wird mit einer Millionenauflage oder zur Steuererklärung beilegend, fände ich das ganz erfreulich. Ja. Nein, das kann ruhig so weitergehen. Wie sehen Sie da auf gutem Weg, Herr Fischer? Herr Mansour, als dieses Video auf einmal in der Welt war und passierte, was passierte, war die Reaktion der Muslime in Deutschland verhältnismäßig gelassen. Ist das ein gutes Zeichen? War das Zufall? Was hat das für Gründe? Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Und ich glaube, da hat auch zum Beispiel die Verbände, die ich immer wieder kritisiere, auch ganz viel Vorbereitungsarbeit gemacht und geleistet, um dann die Stimmung ein bisschen nach unten zu drücken. Aber ich muss, also die Zahlen kenne ich. Die reden von 0,001 der Muslime, die auf die Straße waren. Und kann sein, das ist auch richtig. Ich sehe das aber als Verharmlosung. Und da finde ich das ein bisschen gefährlich. Weil ich glaube, es ist nirgendwo in der arabischen, muslimischen Welt möglich wäre, wenn ich hingehe oder Sie hingehen und über Mohammed oder über den Islam oder über den Koran ein bisschen nicht lustig machen, sondern kritisches Fragen stellen. Fragen stellen, ob die Frau zum Beispiel weniger wert als der Mann und dann protestieren und dagegen zum Beispiel auch reden. Das wäre nicht möglich. Und ich glaube, da zu sagen, ja, es ist nur 10.000 Leute auf die Straße waren, es ist ein bisschen eine Art von Verharmlosung. Und gegenüber die Menschen, die gestorben sind oder verletzt werden, es ist unfair. Und da finde ich, da muss ich auch noch dazu sagen, der Film ist geschmacklos.
Also ich konnte zum Beispiel über dieses Bild von dem Papst lachen. Vielleicht, weil ich nicht betroffen bin, vielleicht, weil ich nicht Muslim bin. Ich habe darüber gelacht. Aber wenn es um Mohammed geht und die Karikaturen geht, dann bin ich auch selber betroffen. Vielleicht aus meiner Erziehung, vielleicht aus meinem Glauben. Wiegen religiöse Gefühle schwerer als andere? Ich glaube schon. Mhm. Aber trotzdem will ich damit leben können. Mhm. Trotzdem finde ich, das gehört zum Alltag, das gehört zu unserer modernen Gesellschaft, das gehört zur Meinungsfreiheit. Vielleicht akzeptiere ich das nicht, aber ich muss damit leben. Ich muss damit leben. Und ich will auch die arabische und muslimische Menschen dazu motivieren und aufrufen. Akzeptiert das. Schreibt was dagegen. Wehrt euch, aber nicht mit Gewalt. Ja. Nicht auf die Straße gehen. Und ich verzweifle, dass es eigentlich nur um den Film geht. Und da wollte ich auch vorher noch sagen zum Salafismus. Salafismus bauen ein Feindbild. Dieses Feindbild ist in diesem Fall zum Beispiel in Deutschland die Mehrheitsgesellschaft. In den arabischen, muslimischen Ländern ist die Westen oder Israel meistens, großer und kleiner Satan. Und ich glaube, das ist ganz viel eigentlich Unakzeptanz und Aggression gegenüber die Westen dabei sind. Es sind die einfachen Erklärungsmodelle. Genau. Das Thema ist so vielgestaltig, wir sind vorher schon verzweifelt, was da alles zusammenkommt. Aber ich glaube, wir landen immer wieder an dem einen Punkt. Kriegen wir das hin? Also ist die Geschichte, die Sie ja schon analysiert haben, Frau Zeming, ist das eine Fortschrittsgeschichte? Oder merken wir gerade, dass da ein bisschen ein Rollback passiert, weil es doch einen verstärkten Hang zur Orthodoxie gibt, weil möglicherweise die Welt für viele Leute zu kompliziert geworden ist und diese einfachen Feindbilder und die einfachen Wahrheiten dazu führen, dass jemand, der irgendwo in der amerikanischen Provinz ein idiotisches Video macht, sich sozusagen in die Hand gibt von Fundamentalisten auf der anderen Seite und zusammen entsteht etwas Explosives. Wo sind wir in dieser Entwicklung? Ich glaube, die geht immer mehr auseinander. Auf der einen Seite natürlich in der westlichen Welt geht es immer flotter in eine bestimmte Richtung, dass man sagt, nee, also Religion muss dann das halt auch alles schlucken. Die Freiheitsrechte sind sehr wesentlich. Und auf der anderen Seite haben wir halt noch viele Länder, in denen ganz andere Wertmaßstäbe gelten, die eben auch aus einem ganz bestimmten historischen Kontext kommen. Und diese Länder treten aber nun auch im öffentlichen Diskurs immer mehr in Erscheinung. Wir sind es im Westen auch nicht gewohnt in den letzten 60, 70 Jahren, dass außer halt westlichen Nationen irgendeiner mal öffentlich was sagt. Man konnte das natürlich auch bis Internet und all diesen Geschichten ein bisschen so außen vor halten. Und jetzt werden wir halt damit konfrontiert, dass auf einmal auch ganz andere Bewertungsmaßstäbe, die wir auch kannten. Es ist ja nicht so, dass wir im Westen, bei uns ist das alles vom Himmel gefallen und dann war das da, sondern wir sind ja auch durch solche Entwicklungen mit durchgegangen. Aber wie gucken Sie auf jemanden wie Frau Rössler, jetzt Generation Benedikt, also als Netzwerk gemeint, auch als Mediennetzwerk, das heißt, Sie wollen auch in Medien gehen, so wie Sie das gerade machen und sagen, ich habe eine frohe Botschaft. Ist sie Avantgarde oder ist sie aus Ihrer Sicht von gestern? Müssten Sie noch ein paar Semester bei Ihnen studieren? Sie haben Philosophie als Nebenfach. Also ich würde sagen, zumindest die Art der Auslegung des Christentums ist eher eine, die der Vormoderne entspricht, die ich nicht teile. Aber ich billige ihr eben das Recht zu, das auch zu artikulieren, fordere aber dann eben, und das sind wir genau bei dem Punkt, dass diese auch die anderen Gruppierungen aushalten, dass eben Leute eine andere Sicht haben. Und das ist dann eher das Schwierige, und das sehen wir beim Salafismus, das sehen wir, also das unterstelle ich Ihnen jetzt nicht, aber das sehen wir bei vielen fundamentalistischen Gruppierungen, dass sie für sich, also sich herausnehmen, dass man sie hört, dass sie ihre Meinung verbreiten dürfen, aber bitte alle anderen sollen dann genau ihre Meinung übernehmen. Und das Spiel Problem funktioniert natürlich nicht. Aber ist das nicht eine Art von Gewalt, wenn man die Menschen von ihrem elenden Leben retten will? Ob das Salafisten sind oder ob das die frohe Botschaft ist? Das bedeutet, ich bin minderwertig. Ich muss gerettet werden. Und damit habe ich ein Problem. Lassen Sie doch mal Frau Rössler hören dazu. Ich glaube, das ist nicht eine Art von Gewalt, sondern eine Art eigentlich von Nächstenliebe, wenn man sagt, ich habe eine Religion, einen Glauben, der mich selber, der mich glücklich macht, wo ich glaube, dass das wahr ist, ja, oder immer weiter auf der Suche bin, über diese Wahrheit etwas zu erfahren. Und da wäre es eigentlich doch eher eine Art von Gewalt, überspitzt formuliert, zu sagen, ich behalte das für mich und sollen davon nichts mitbekommen, sondern da muss man doch versuchen, natürlich auf eine
friedliche christliche Art, ja, auf eine Art der, auf einem Weg der Nächstenliebe, versuchen, das weiterzugeben, also davon einfach anderen mitzuteilen. Und die Entscheidung ist dann, muss frei sein. Das ist, also Freiheit ist die Grundlage dafür, für eine religiöse Entscheidung. Und Wenn Sie diese in diesem Ding Generation Benedikt tätig sind, was heißt das eigentlich, Generation Benedikt? Ja, das also ist der steht dahinter der Anspruch, wir sind das jetzt, also wir sind jetzt die Kommenden und für uns ist Benedikt der Größte? Nein, also die Ausrichtung auf den Papst ist vielleicht nicht so, so auf die Person Josef Ratzingers gemeint, sondern einfach auch zu sagen, wir sind katholisch, wir sind froh, katholisch zu sein, ja, und überzeugt. Und unseren Papst, der einfach unsere Generation, für unsere Generation der Papst ist, wir sind nicht mehr die Generation von Papst Pius XII., sondern eben von Papst Benedikt XVI. Dieser Papst ist für uns auch eine Persönlichkeit, die sehr inspirierend ist, vor allem für mich dadurch, dass er eben immer wieder auch auf die Verbindung von Glaube und Vernunft anspricht, dass er uns ermutigt, über unseren Glauben nachzudenken, ja, kritisch uns damit auseinanderzusetzen. Und ja, und uns damit auch ein Vorbild ist, offen zu unserem Glauben zu stehen. Jetzt habe ich heute den Theologen Hans Küng im Radio gehört, ja. Der sagte, also heute ist Jahrestag, 50 Jahre Vatikanisches Konzil, und er sagt, es ist eigentlich zurückgegangen. Also in der katholischen Kirche sind restaurative Tendenzen am Werk. Sind Sie ein Teil einer restaurativen Tendenz? Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie das so empfinden. Nein, ich bin Teil der katholischen Kirche, Teil des Christentums, und das Christentum entwickelt sich seit 2000 Jahren immer weiter, hoffentlich immer weiter in Richtung dessen, was es sein soll. Und ich denke, da sind wir heute genauso Teil, und gehen nicht zurück. Wir wollen nicht zurück, wir wollen weiter nach vorne, weiter in Richtung unser Leben immer weiter auf Christus ausrichten. Und da sehe ich mich in keiner Weise irgendwie in einer restaurativen Position. Wir haben noch 2 Minuten und ich habe noch eine Frage, nämlich wir reden jetzt ganz viel, also wir hören Positionen und wir reden viel über die Vermittlungsmöglichkeiten Religion, Wahrheit und moderne Welt. Was kann denn die Aufklärung von Religion lernen, Frau Zimming? Haben Sie da eine Idee? Also im Augenblick geht es immer sozusagen in die eine Richtung. Entweder ich sehe sozusagen, was läuft und ich kann es durchschauen und trotzdem möchte ich das Religiöse nicht verlieren. Da gibt es auch bestimmte Bedürfnisse. Aber gibt es auch in der umgekehrten Richtung eine Inspirationsmöglichkeit? Also ich denke, was entscheidend ist, die Religionen versinnbildlichen natürlich etwas, was den Menschen immer angeht, nämlich die Frage nach Sinn. Und die läuft nicht ausschließlich immer nur über die rein vernunfthafte Geschichte. Das bieten Religionen mit, nur ist halt die Frage, wie sie es in einer bestimmten Zeit rüberbringen. Und da denke ich, die Religionen können so eine Art auch existenzielle Füllung der Aufklärung bieten, so dass eben auch sich vereinbaren lässt. Und ich bin überzeugt, es lässt sich vereinbaren, aber nicht, wenn ich einfach immer nur in dem Vormodernen mich bewege und sage, und das ist der Kern der Religion und die Moderne muss sich halt dem anpassen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Herr Alter, gehen Sie mit? In Bezug auf was? In Bezug darauf, was Frau Zemin gerade sagte, dass sozusagen der Glauben, die Religion natürlich auch eine inspiratorische Wirkung haben kann für das vernünftige, aufgeklärte, moderne Denken. Da sehe ich Sie doch jetzt zusammen, oder? Ich denke, das liegt doch, inwieweit die Religion zum aufgeklärten, vernunftorientierten Denken führt, das liegt auch bei dem einzelnen Gläubigen, denke ich. Mhm. Es gibt mit Sicherheit in allen Religionen Gläubige, die ganz zufrieden damit sind, dass ihnen ihre Religion, so wie sie sie leben, einen Teil des Denkens abnimmt. Ich denke, was gefragt ist, ist der mündige Gläubige, der eben von sich heraus die Bereitschaft zur Auseinandersetzung hat. Wir schließen das jetzt mal. Ich weiß, dass wir die Fragen nicht alle geklärt haben. Das geht uns auch gelegentlich so. Und heute ist Sonntag und da darf das auch mal sein. Ich habe aber noch was für Sie am Ende. Wir sind in ganz wenigen Ländern der Welt privilegiert, sagen zu dürfen, was wir wollen, sagt Salman Rushdie in einem Interview am Freitag in der FAZ. Und er sagt, es gibt nur wenige Länder auf der Welt, in denen wir dieses Geschenk haben. Wir müssen es wertschätzen. Alle anderen wollen es. Wir haben es. Lasst uns nicht benehmen, als ob wir es nicht brauchen. Fand ich irgendwie einen guten Satz. Ich danke für die schöne Diskussion. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder gucken, da wird Bettina Böttinger hier sitzen. Es wird um die Präsidentschaftswahl in Amerika gehen und die Frage wird sein,
wie das Verhältnis zwischen Deutschland und USA gerade aussieht. Mit Obama, ohne Obama. Wir werden es ja dann erleben. Schönen Sonntag noch. Nehmen Sie Ruhe. Danke.